ist alles andere als bequem, das muss man schon sagen, aber das zeichnet ihn ja auch aus. Der ist auch nicht ein Typ, den du einfach schieben kannst. Also, ich geh mal ein bisschen auf die Seite, wenn der irgendwo stehen bleiben will, dann bleibt er stehen. Viel entscheidender ist für mich, dass es da jemandem gelungen ist, das, was er empfindet, zu Liedern zu machen. Stefan Weidner, ehemaliger Bandchef der Bösen Onkels. Es gibt sicherlich keinen anderen Musiker in der deutschen Musikgeschichte, über den die Meinungen so sehr auseinandergehen. Niemand polarisiert so sehr wie er. Anbetung seiner Fans auf der einen, kategorische Ablehnung seiner Kritiker auf der anderen Seite. Aber woran liegt das? Ich möchte die Leute ja berühren und aufrütteln und bewegen. Und die Richtung bestimmt dann jeder selbst. Aber ich habe eine Ambition nicht, und das ist die, es allen recht machen zu wollen und everybody's darling zu sein. Vielleicht liegt es daran, dass die meisten Menschen einfach zu wenig über ihn wissen. Alles, was ich sage, hilft dir nicht einzuschlafen. Alles, was ich sage, hilft dir nicht einzuschlafen. Wir sprechen über Gott. Die Bösen Onkels gibt es schon seit 2005 nicht mehr. Weidner ist seit nunmehr 4 Jahren auch mit seiner Nachfolgeband Der W sehr erfolgreich. Das Debütalbum Schneller, Höher, Weidner erreichte mit über 100.000 verkauften Einheiten mühelos Goldstatus und Platz 2 der Charts. Seit dem Oktober 2012 steht nun die 3. Veröffentlichung in den Läden. Aber was macht das neue Album eigentlich aus? Der wesentliche Unterschied ist mal der, dass ich hier viel mehr mit meinen Mitmusikern kooperiert habe. Und ich glaube, dass wir hier diesmal wirklich eine echte Band zu hören bekommen. Situation, wo man einfach nicht nur alleine da hockt und den Kopf schüttelt, sondern da hocken einfach nochmal 3 andere Jungs mit, ne? Und mit einem Bier in der Hand. Alter, das macht Spaß. Das ist das, warum man ursprünglich mal eine Band gegründet hat. 1980 gründet der 17-jährige Stefan Weidner zusammen mit 2 Freunden seine erste Band. Sie nannten sich Böse Onkels. Dem Stil der damaligen Zeit entsprechend waren die Onkels zunächst eine klassische Punkband. Weidner und seine Mitstreiter legten großen Wert darauf, sich abzugrenzen und unangenehm aufzufallen. Punk als reine Provokation funktionierte aber schon bald nicht mehr. In der Skinhead-Szene fand die Band ab 1983 ihr neues Zuhause. Diese kurze Phase von 3 Jahren sollte später noch ihre gesamte Karriere beeinflussen und überschatten. Ich will das nicht schönreden, aber es ist zumindest, habe ich das zu der damaligen Zeit als nicht besonders, demokratiegefährdend irgendwie angesehen, sondern es ist einfach eher eine Geschichte, die tatsächlich gedankenlos ist. Und es gab da sicherlich Momente, wo ich dachte, okay, damit möchte ich jetzt einfach nichts mehr zu tun haben. Das ist für mich nicht mehr das, was mich vielleicht mal zu einem Skin oder zu einem Punk gemacht hat. Das ist einfach... Das macht mir einfach keinen Spaß. Das wird politisch, das wird ernst, das wird brutal und das wird einfach etwas, womit wir uns nicht mehr identifizieren konnten. Aber auch eine wichtige Erfahrung in der Retrospektive. Die Bösen Onkels verließen die Skinhead-Szene 1986. Ihr Ausstieg wurde in den Medien weder angezweifelt noch diskutiert. Es war einfach kein Thema. Die Band erspielte sich in den folgenden Jahren neue Fans im Hardrock-Genre und war auch hier schnell erfolgreich. Als ihr damals neues Album Heilige Lieder 1992 in die Charts einstieg und die Band somit in den Fokus der Öffentlichkeit geriet, wurde sie bundesweit übertrieben emotional diskutiert und als gefährlich dargestellt. Es war ein heißes Thema damals in 92, 93. Wir hatten bei MTV auch eine Live-Show und diese Live-Show heißt Rock Against Racism. You term yourself as being in an ex-hate rock band. First of all, can you explain it? Are you a fascist band? No, I mean... What we did
nearly 11 years ago, we did two songs which were xenophobic. Das erste Mal, dass ich von den Onkelz überhaupt richtig was gehört habe, das war ein, zwei Jahre, denke ich, bevor wir sie dann unter Vertrag genommen haben. Das war bei einer Sitzung vom Phonoverband. Ich war da ja lange im Vorstand und dann, ich glaube, es war das Heilige Lieder bei der Bellafon, das Album. Das kam in die Charts, gab es große Aufregung und dann gab es durchaus Kollegen, die wollten dann quasi die Chartregeln nehmen, um so ein rechtsradikales Album aus dem Chart zu entfernen. Und das hat mich dazu gebracht, mir das zu besorgen und anzuhören. War auch klar, dass meine Kollegen das alle nicht gehört haben. Sie haben sich, wie so viele, immer auf Berichte verlassen, die sie irgendwo mal gelesen, aufgeschnappt haben. Das geht ja wie ein Schneeballsystem. Also die Band hatte dann ja das Image, rechtsradikal zu sein, wo sie es ja nicht waren. Ich habe keine Lust, eine Tournee mit den bösen Onkelz durchzuführen. Ihr macht euch hier zu Märtyrern, die bösen Journalisten. Wir sind die Armen, okay, wir haben es gemacht. Schwamm drüber. Es kann halt nicht Schwamm drüber sein. Ich sehe die bösen Onkelz sich nur in Presseterminen distanzieren. Wenn du weiter den rechten Arm hochhebst, fliegst du raus, das ist klar. Ich bin euch hier an der Stelle eins versichert, wenn wir jemanden sehen, der hier mit einer großen Nacht, der geht gnadenlos, ihr alle verwiesen, ist klar. Hallo! Und jetzt mal ich! Möchtest du ohne Geld gehen oder möchtest du 20 Euro haben? Ohne Geld. Bitteschön. So, Platzverweise ausgesprochen, bitte die Halle verlassen. Komm, ganz schnell. Wir waren sozusagen das Aushängeschild für etwas, was wir nicht waren. Anstatt ihren Ausstieg aus der Skinhead-Szene von 1986 zu thematisieren und somit gefährdeten Jugendlichen ein Beispiel zu geben, waren die Medien in den 90er Jahren eher daran interessiert, die Onkelz in der rechten Ecke zu halten und ihre Distanzierungsversuche als unglaubwürdig hinzustellen. Das habe ich ja nie verstanden, dass quasi, nutze ich mal das Wort, die Onkelz nicht ausgenutzt wurden, um mehr gegen rechts zu tun. Das Angebot ist an uns herangetragen worden, bei Rock gegen Rechts zu spielen. Das wollten wir gerne tun. Daraufhin haben andere Künstler, ich brauche jetzt keinen Namen zu nennen, eben gesagt, sie würden nicht mit uns auf eine Bühne gehen. Ich kannte weder die Songs gut genug, ich kannte Fetzen davon und habe mir eingebildet, dass das eigentlich ausreichen müsste, um zu sagen, no, damit will ich nichts zu tun haben. Die Ressentiments waren schon immer groß und wir hatten schon immer gegen massive Widerstände zu kämpfen. 1992 gab es kaum eine Talkshow, in der sich Stefan Weidner nicht zum Thema äußerte. Das Einzige, was ich möchte, ist einfach anzuerkennen, dass man sich verändert, dass man Erfahrungen sammelt, dass ich nicht derjenige bin, der ich vor 10 Jahren war, das sind Sie nicht, und ich derjenige vor 20 Jahren, sodass wir eine gewisse Entwicklung mitgemacht haben, Dinge erkannt haben, die Verantwortung erkannt haben. Ist aus Saulus ein Paulus geworden? Ach, Saulus, Paulus, wissen Sie, ich meine. In dieser Zeit gab es nur wenige Personen, die verstanden hatten, dass in der Problematik auch eine große Chance lag. Durch ihre Geschichte beeinflussen sie viele Jugendliche, die rechtsradikale Tendenzen haben. Und durch ihre Einsichten wollen sie da raus. Und sie könnten Jugendliche rausziehen. Weil ja es heißt, dass in Sachsen 9% NPD wählen würden, habe ich mir heute ganz feste vorgenommen, eine Ansage zu machen in der Richtung. Und dazu muss ich euch eins sagen, warum ich überhaupt drauf komme und es überhaupt hier zum Thema mache, ist das, weil die NPD uns dauernd versucht zu instrumentalisieren. Und ich will, dass ihr wisst, dass wir mit der NPD nichts am Hut haben, dass die Wichser uns verdammt nochmal am Arsch lecken können. Wenn er so etwas sagt und ein Statement abgibt, ist er natürlich jemand, der bei solchen Leuten eine ganz andere Glaubwürdigkeit hat. Und euch kann ich nur empfehlen, wählt nicht aus Protest irgend so ein paar Arschgeigen, Leute. Das sind alles hinterwäldlerische Nazis, die kein Mensch braucht. Und ihr schon gar nicht. Die Onkelz selbst, der Name steht mehr für ein Wertepaket mittlerweile für uns. Das sind für mich Werte wie Individualismus, Ehrlichkeit, Freiheit. Ich sehe das auch so, dass das halt die Texte für mich ein Eigenleben entwickelt haben in mir, was ich vorher nicht hatte. Und dass ich so dann versuche mal ein guter Mensch zu sein, ich sag's mal so, eben soziale Verantwortung, eigenständiges Denken und so. Und das ist das, was für die Onkelz für mich bedeuten. Das war aber nicht das, was die Onkelz für MTV bedeuteten. Für MTV bedeuteten die Onkelz zunächst einmal Einschaltquoten und Zuschauerzahlen. Die bösen Onkelz, eine fragwürdige Band. Sie verkaufen Hunderttausende von Platten und CDs und werden von ihrer Gefolgschaft bedingungslos verehrt. Über Jahre hinweg hatte die Programmleitung nach einem Interview für MTV Masterformat gebettelt. Gegen Ende 1999 gaben die Onkelz schließlich nach. Ich als persische Redakteurin, ich glaube, ich war eigentlich ganz gut prädestiniert, diesen Job zu machen. Ich habe, glaube ich, über ein Jahr an diesem Beitrag
rumgedoktert, weil ich auch mehrere Konzerte besucht habe, wahnsinnig viele Interviews gemacht habe und mir eigentlich alles selber zusammenbasteln musste, was ich gebraucht habe. Also ich habe das schon von allen Seiten auch kritisch betrachtet. Das sah die Programmleitung von MTV anders. Dort war man der Meinung, man müsse die Bewusstwerdung der Onkels zwingend als unglaubwürdig darstellen. Ich fand eigentlich ihre Vorbildfunktion, aus dem Dreck rauszukommen und irgendwie etwas zu bewegen und vielleicht Menschen in eine positive Richtung zu schieben, fand ich irgendwie wichtiger, als jetzt den ganzen Mist herauszuholen. Die Furcht vor einem Imageschaden und vor dem Verlust von Werbepartnern war so groß, dass man den in langen Monaten recherchierten Bericht der Redakteurin noch unmittelbar vor dem finalen Sendetermin im Sommer 2000 mit Hilfe plumpester Bilder in einen extrem negativen Bericht umschnitt. Ich sollte dann nochmal irgendeine Meinung einholen, die absolut anti-Böse Onkels ist. Ich habe reagiert, indem ich dann gesagt habe, dass sie es selber machen sollen. Weil ich dann hinter dem, was sozusagen abverlangt wurde, nicht mehr so gestanden habe. Ja. Weil ich mich damit nicht mehr identifizieren konnte, weil ich fand, dass das nicht mehr meiner Ethik entsprach. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich mal. Heute hat der Band keiner den Wandel von brutalen Skinheads zur politisch korrekten Rockband abgenommen. Und um ehrlich zu sein, ich kann's verstehen. Wütend über diesen krassen Vertrauensmissbrauch des Musiksenders reagierten die Onkels mit einer Protestaktion auf dem Münchner Marienplatz und mit ihrem Song Keine Amnestie für MTV, der es bis auf Platz 2 der deutschen Charts schaffte. Das war keine Amnestie für MTV. Keine Amnestie für MTV. Keine Amnestie für MTV. Keine Amnestie für MTV. Ich hab alles gegeben, meine Schuldigkeit getan. Ich blicke zurück, doch rühr's nie wieder an. Wenn man über die Bösen Onkels redet, dann redet man aber auch über knapp 10 Millionen verkaufte Alben, über 7 Nummer-1-Positionen in den Charts und über eine Menge Gold und Platin. Man redet über einen Support-Slot für die Rolling Stones, über 5 Echo-Nominierungen und davon, dass ihre Fans sie so sehr liebten, dass sie vor ihnen auf die Knie gingen. Ich habe meine Art, die Dinge zu sehen. Eines Tages werdet ihr es verstehen. Der Traum ist ausgeträumt. Keine Sekunde habe ich bereut. Egal was wir tun, es geht von Anfang an dem Ende zu. Bei ihrem ersten Gig im Jugendzentrum Bockenheim waren nicht mehr als 20 Leute anwesend. Bei ihrem letzten Konzert am Eurospeedway Lausitzring waren es 120.000. Doch es ist aus, mein Freund. We're honored, man. I mean, incredibly honored. Especially when you see just the scope of everything. It's like we've never been asked to be a part of something so huge. We came down here, just said hello to Stefan. It was a very big thing for us. They became from a very radical band like we were. And they grew and they changed, but they still held on to the truth, which is what they had in the beginning, the same as we. And so it was a mutual recognition from one band to another that recognized that one of the key components was that we never lost the faith. Das ist nicht ein bisschen Musik, die da passiert. Da geht sehr vieles andere einher. Und das macht auch kantiger. Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. 2005 beendeten die Bösen Onkels ihre Karriere. Sie waren der Meinung, es sei alles gesagt. Das hat er ja bestimmt nicht für Dritte gemacht, sondern für sich. Aber wenn du siehst, wie das strahlt und wenn du, so wie ich, davon so profitierst, dass das jemandem gelungen ist, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als mit Bewunderung und Hochachtung davor zu stehen und zu sagen, ja, alter Hammer, vielen Dank. Wir wollen den Wald.
Die Rolle, die Stefan bei den Onkelz gespielt hat, als Musiker, Texter, Komponist und Produzent, die füllt er auch weiterhin aus. Die Wurzel Stefan Weidner steckt in beiden Bands, aber die Pflanze wächst in eine andere Richtung. Nach Platz 2 und 3 in den Charts mit Schneller, Höher, Weidner und Autonomie folgte im Oktober 2012 der W3. Waren auf den Vorgängeralben noch zahlreiche Gäste wie Jakob Binser von D.A.D., Mickey D. von Motorhead, Nina von Skew Siskin oder Jen zu hören, so verzichtete man diesmal gänzlich auf Beiträge von befreundeten Künstlern. Wir wollten ein Stückchen härter werden, wir wollten ein Stück erdiger werden, wir wollten diese Essenz, die wir eben als vier Persönlichkeiten sind, herausarbeiten. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Ich will eine Reaktion hervorrufen. Und ich glaube, das will gute Kunst eigentlich auch immer. Und da ich eben noch mal zu der ersten Generation Punkrocker gehöre, ist das einfach in mir dermaßen tief verwurzelt, dass ich gar nicht anders kann. Ich denke auch nicht drüber nach. Also ich sage jetzt nicht, das ist jetzt kein Kalkül dahinter, wenn ich einen provokanten Text verfasse, sondern es ist einfach, es muss einfach raus. Stefan Weidner ist der W. Und der W ist eine Band. Der W, das sind Henning Menke am Bass, JC Dwyer an den Drums und Dirk Zuja an der Gitarre. Unglaublich sozialer Mensch, der die Leute, die ihm nahe sind, der sehr viel dafür tut. Das ist Stefan Weidner. Wir bauen durcheinander.